Gegen Mitternacht erreichte der Güterzug das Alpenvorland. Ächzend quälte er sich die Hänge empor. Lokomotivführer Lehmann und sein Heizer Luigi Calvatello starrten schweigend in die Nacht. Der Himmel war bewölkt, aber die Sicht war klar. Sie passierten jetzt eine ganze Serie von unbeschrankten Bahnübergängen, die die Bergdörfer mit ihren Wiesen verbanden. Hier haben wir letztes Jahr eine Kuh zu Hackfleisch verarbeitet, sagte Calvatello. Wir kamen von da oben durch den Tunnel. Da stand das blöde Vieh auf den Gleisen. Und ich sage dir, es gab einen Schlag, als wenn du eine Motte mit der Fliegenklatsche erledigst. Die Lokomotive war so mit Blut und Gedärm besudelt, dass wir sie waschen mussten. Die Reisenden auf der nächsten Bahnstation wären alle in Ohnmacht gefallen. Ich habe gar nicht gewusst, dass eine Kuh so viel Blut hat. Naja, besser ein Vieh als ein Mensch, sagte Lehmann. Er entzündete seine Pfeife neu und erinnerte sich. Du, es war am Ostersonntag, 58. Ich fuhr die Strecke Wuppertal-Essen mit Kohle und Grubenholz. Und wie ich da oben aus einer bewaldeten Linkskurve komme, sehe ich plötzlich auf den Gleisen vor mir Menschen, Kinder, einen kleinen Hund. Ich bin auf die Bremse gegangen, dass ich dachte, ich gehe von den Schienen. Mitten auf dem Bahnübergang brachte ich die Lok zum Stehen. Die Menschen flogen wie die Hühner. Beide Bahnschranken waren hoch. Die Tür zum Bahnwärterhaus stand offen und der Schrankwärter kniete neben dem Stellwerk vor einem Kruzifix und betete. Er blickte erst auf, als wir ihn anschrien. Mensch, bist du von allen guten Geistern verlassen? Es konnte doch gar nichts passieren, stammelte er. Ich habe doch gebetet zur Gottesmutter. Ja, vielleicht hat er recht, sagte Calvatello. Er trug ein goldenes Kreuz um den Hals. Der Güterzug donnerte jetzt über eine Brücke. Die Männer schwiegen. Unten im Tal glitzerte das silberne Band eines Baches. Es roch nach frisch gemähtem Gras. Die flogen an einem schlafenden Dorf vorüber. Eine einsame Lampe schaukelte im Wind. Der schwarze Schlund eines Tunnels verschluckte sie. Die Scheinwerfer huschten über das Felsgestein. Der Berg spie sie wieder aus. Telegrafenmasten huschten vorbei wie Zaunlappen. Eine Brücke hüpfte über sie hinweg. In der Ferne leuchtete Schnee. Dann tauchten sie in den nächsten Tunnel ein. Er war krumm wie eine Banane. Der Blick reichte nur 50 Meter weit. Ein Ausgang war nicht zu erkennen. Madonna, schrie Calvatello. Die Augen traten ihm aus dem Kopf. Er bekreuzigte sich und jetzt saß auch Lehmann. Vor ihnen auf der Strecke stand ein Engel. Oder nein, er schwebte. Größer als ein Mensch mit wallenden Gewändern breitete er beschwörend die Arme aus, bewegte die Engelsflügel, als wollte er sie warnen, aufhalten. Lehmann ging voll auf die Bremse. Die Räder kreischten, glühten, spien Funken. Die Männer wurden nach vorne geschleudert. Calvatello schlug mit der Stirn gegen den oberen Fensterrahmen, verlor seine Brille, fluchte. 5 Schritte vor dem herabgestürzten Gestein blieb der Zug fauchend stehen. Auf einer Strecke von 20 Metern hatten sich die Teile der Felsdecke gelöst. Brocken, größer als Kühe, lagen auf den Gleisen. Scheiße, sagte Lehmann. Mehr brachte er nicht heraus. Er lehnte mit angstgelähmten Beinen an der Wand des Führerhauses und versuchte die Vorstellung zu verdrängen, was passiert wäre, wenn sie mit voller Fahrt in diese Lawine
mitten im Dunkel gerast wären. Hackfleisch, dachte er, ja, um ein Haar und wir wären alle Hackfleisch. Calvatello betete laut mit geschlossenen Augen, er sprach Italienisch. Der andere kletterte von der Lok auf die Gleise, um sich zu entleeren. Ausgestandene Angst ist ein todsicheres Abführmittel, er kannte das aus dem Krieg. Als er sich niederhockte, sah er wieder den Schatten des Engels. Seine Schwingen bewegten sich geisterhaft beschwörend. Calvatello warf sich auf die Knie. Im rechten Scheinwerfer der Lokomotive zappelte ein kleiner, gefangener Nachtfalter. Die Lampe warf seinen vergrößerten Schatten auf die Felswand. Unser Schutzengel, sagte Calvatello. Lehmann aber soll seiner Frau verboten haben, Mottenpulver in den Kleiderschrank zu streuen. Lastet, Anna, lastet. Eins von diesen Viechern hat mir das Leben gerettet.